Jan und herzlich willkommen zurück bei Anglefoot. Weiter geht's mit dem gleichen Level. Schade, nicht getroffen. Naja, hätte man besser machen können. Shit. Waffe leer ist, ist doof. So, jetzt Double. Freu dich doch noch mehr. Von wo kommen die scheiß Granaten da? Das war zu früh, Bang. Oh Gott, wieso ist er jetzt plötzlich da links? Ich treff gar nichts! Sehr schön, sehr schön. Es läuft da gut, es läuft da gut. Da kamen die Granaten. Nice one. Okay, weiter geht's. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, das war's. Boah, was für ein Level. Crazy shit. Ich weiß nicht, wie man diese Speedruns schaffen soll. Das ist so weird. Das sind komische Zeiten. Weiter geht's. Ich glaube, zum letzten Level. Okay, vorletzten. Level 14. Leichte Beute. Dass man zwei Leben hat, finde ich gut, deshalb behalte ich mal die Schuhe. Schieße ein Level ab, ohne einen King zu töten. Schließe das Level innerhalb von 25 Sekunden ab, ohne zu springen. Wird nicht klappen. Ernsthaft? Das ist ein Sniper.
Wie soll man das schaffen, ohne zu springen? Shit. Kurz mal einen Überblick beschaffen. Happy Birthday! Wieso? Aus welchem Grund? Okay, links geht's lang. Rechts, da rechts kommen wir. Okay, das ist hier echt mies. Das ist nicht unbedingt Speedrun, das ist eher ein bisschen eher Verstecken spielen. Nice. Junge, Junge. Sechs und zwei Gegner. Erneut. Wie gesagt, ich möchte alle Gegner mitnehmen. Und irgendwo habe ich jemanden wohl übersehen. Oh Gott, da unten geht's noch rein. Da geht's noch rein. Gut, das war jetzt unnötig, dass ich da nochmal wiederbelebt wurde. Den habe ich nicht da gefunden. Das waren die drei, die gefehlt haben. Ah. Nochmal durch den Toaster. Mies, dass da einfach drei Leute sind, die man nicht sieht. Knappes Ding. Und raus da. Das war's. Jetzt sollen es alle gewesen sein. Yes, sehr schön. Gut, viele Schuhe schaffen wir wahrscheinlich nicht wirklich frei in diesem Spiel. Schleimbüttelschrauber. Soll ich das Kämpfen dieser Folge noch machen? Ich glaube, das wird schwer und lange. Wir können es versuchen, wenn es nicht klappt. Ja, das war das. Ich habe die Schnauze voll von dir, Angerfoot.
Die Brutalos werden es so tun, wie sie es am besten können. Brutal. Oh Gott, wieso ducke ich mich? So. Das ist jetzt mies. Also da muss man die Übersicht behalten und trotzdem den Hubschrauber da fighten. Oh Gott. Fast runtergefahren. Da oben sieht's aus. Wie keine Ahnung was. Okay. Er regeneriert sich. Oh Gott! Mein Fehler. Das ging jetzt schneller als vorher. Viel schneller. Aber jetzt kommen die Bomben. Das war mies. Er hat abgedreht. Genau in dieser Sekunde. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Ey, das ist mies. Auch wieder ziemlich schnell. Erste. Ich muss ein bisschen Platz schaffen. Okay. Kurz warten, bis das Licht erlischt. Weg da, weg da, weg da! Aber ich glaube, das war es noch nicht, oder? Nee. Oh fuck. Oh Gott, nicht ich! Was? Weg mit dem Mist und dem Mist und dem Mist. Perfekt. Ruhe den Frieden, besiege die Brutalos. Gangboss besiegt. Nice. Techies, primo. Sneak gerettet. Sehr schön. Ach so. Gut, ich dachte, es gibt hier eine Zwischensequenz. Kann man da rein? Kann man nicht. Da sind die Brutalos.
Nein! Nein, bleib bei mir, Papierbüttel. Wir haben noch unser ganzes Leben vor uns. Oh. Okay. Okay, ist ja gut. Igitt. Was war das denn? Und wo sind die anderen Primo-Sneaker? Das stinkt zum Himmel. Das müssen die Kontaminierer sein. Und langsam werde ich sauer. Heute war eigentlich Filmabend. Los, hol wir uns deine Sneaker schnell zurück. Die Kontaminierer. Ich hab's gerade richtig gesehen. 19 von 45 Sternen. Nicht mal die Hälfte. Sehr schön. Sneaker Freak. Schon wieder. Lädt ein Mädchen Sprint auf. Könnte nützlich sein. Schauen wir uns mal beim nächsten Mal an. Aber das war's jetzt erstmal mit dieser Folge und dem Abschluss der Brutalos. War ein ziemlicher Kampf am Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Angerfoot, wenn es mit den Kontaminierern weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.